Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Sakajew. Imran Sakajew. Mein Blut an ihren Händen. Delta 1 X-Ray, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketenstart. Fünf Jahre später und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2, dem Singleplayer-Modus auf Multiplayer-Paul. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Russen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Und wir sind bei den US Army Rangers. Sind Joseph Allen. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Und da steigen wir auch ein. Die alte Leier. Tag 1, 15.30 Uhr. Private Allen. S-Bataillon, 75. Ranger. Was weiß ich. Konnte ich gerade nicht mehr lesen. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Alles klar. Zuerst aus der Hüfte hier. Nein, möchte ich nicht. Deine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Er ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranate vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Alles klar, Sergeant Foley. Geht's jetzt hier noch weiter? Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt rüber zur Grube.
General Shepard will sehen, wie sie den Kurs bestehen. Also dann. Okay. Wer will zuerst? Dann nehmen wir zu Shepard. Erstmal hier Macy gegen Keating. Er gewinnt. Oh, kein Korb. Jetzt Keating dran. Der war drin. Oder? Weiß ich gar nicht. Okay, was gibt's hier? Hier oben haben wir. Moin. Na? Was guckst du dir an? Himmel. Schön hier, wa? So ist es also auf einem Stützpunkt der Army. Dann gehen wir mal runter zur Grube. Hey, Private. Willkommen in der Grube. Moin, Corporal Dunn. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von dort. Gut, jetzt zum Gewehrwechsel. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Wenn das was für Sie ist. Okay, gehen Sie ran. CR und MP5K. Okay. Die Grube kennt man ja aus anderen Spielen. Aus anderen CD-Teilen. Oh. Okay. Das war ein Zivilist. Okay, der auch. Uiuiui, das war nicht so geil. Wir spielen mal auf, Söldner. Ja, ich bin absolut sicher. Was war hier? G18. Ich bin UMP. Ja, und die ACR nehme ich mit. Alle Hand zu den Fahrzeugen. Wir rücken ab. Okay. Haben den Kontakt verloren. Alle Mann in die Fahrzeuge. Wir rücken ab. Hier ist noch ein Toter oder Verletzter. Jetzt ist höchster Alarm nach der Grube. Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Alles klar, Shepard. Dann wollen wir das mal machen. Ja, er lebt ganz entspannt seinen Revolver nach. Okay, die Ranger übernehmen. Das sind wir wohl. Ja. Erstmal was snacken, ne? Ja. Oh, da hinten sind wir. Da kann man ja ganz schlecht überreichen. Erstmal Noob-Tüten. Das ist ein hektisches Gitter hier. Ja, ist meine.
52 Jäger. Auf Melding warten. Hunter 2-1, hier Devil 1-1. 52 Jäger. 1-5 Meilen. Bereitschaft bei 3 Sierra. Nordwesten Gebiet Knife. Ladung 2 J-Dams und 2 Harms. In Bereitschaft. Oh je. Der Römer hat angefickt. Bestätigt, Hunter 2-1. Angriff wird eingeleitet. Ziel erfasst. Ja, ich kann auch nicht schneller. Die sind doch jetzt down, alle. Hoch mit uns. Go, 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 go. Schneller hier einsteigen, einsteigen. Jawohl. Ich will richtig an den Minigun jetzt hier. Das große auf 1 Uhr ist es. Da stürzt es ein. So. Bigfoot. Alle Klärchen. Alle Hunter 2 Fahrzeuge nach Zivilisten Ausschau halten. Angriff erlaubt es nur, wenn sie zuerst feuern. Die Dächer nach Feinden absuchen. Vorsichtig vorgehen. Irgendwas zu sehen? Alles wie ausgestorben. Wenn der auch gerade eine fette Bombe reinlegt, ja. Überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elizabeth. Roger, Hunter 2-1. Vorsichtig vorrücken. Viel Spaß da unten. Aufpassen. Ist wie im Wilden Westen. Roger. Wieder zum Zivilist. Auf die Gassen. Gib Deckung. Die wollen noch weiter, das sind doch Gegner. Das sieht man doch jetzt schon. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind Sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten uns nur. Jetzt sind wir gleich Ihre Waffen. Ich wette, Sie beobachten uns. Weiß nicht, dass wir auf Sie schießen dürfen. Sieht Sie jemand? Sieht Sie jemand? Ich sehe überhaupt nichts. Alle Hunter-Fahrzeuge, hier ist Sergeant Foley. Bereit machen zum Angriff. Okay, Angriff. In mehreren Richtungen. Also klar, irgendwo. Oh. Da gibt's jetzt ein dickes Gebettel hier. Uiuiui. Oh, was ist das hier, eine Schule? Uiuiui. Einfach mal durchsprayen. Hier geht ja die übelste Party ab. Oh shit. Oh nein. Da ging es nach vorne nicht aus, sondern nach hinten. Da habe ich ehrlich gesagt leicht den Überblick verloren. Ja, dann lass mich auch runter von der Straße. Was gibt's hier? Fettes RPD. Ah, da.
nachladen. Ganz ruhig. 4 oder Q für eine Blendgranate, ja. Du schmeißt halt eine, wenn du sie dringend haben hast. Direkt down ist. Verstanden, Hunter 2-1. So, mal eine etwas schnellere Waffe hier wie MP. MP5K, kam. Jawohl, das schaut gut aus. Alter, wie einem direkt mitgeben auf dieser Söldnerstufe hier. Nicht wenige, hier muss man halt mal sagen. Und wir sind die Rangers, wir machen sie alle platt. Okay, alles, alles safe. Könnten nicht nur bewaffnete Feinde sein, da sind welche. Erstmal eine Tube reingucken. Ist auch Shepard wieder. Alles klar, Shepard. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis? Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, einer Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Alles klar. Jetzt sind wir auf neuer Mission mit Captain McTavish. Aber was jetzt hier gleich passiert... Das seht ihr im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.